Ja, ich habe noch Sex. Sex, Sex, Sex. So, nachdem diese Frage geklärt wäre, können wir auch richtig anfangen. Schön, dass ihr alle zuschaut. Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Verzeiht den vielleicht etwas provokanten, ja, man möchte sogar sagen reißerischen Anfang, aber das war einfach eine Antwort, die längst überfällig war. Es ist nämlich die Antwort auf die Frage, die mir von Nicht-Golfern, seitdem ich golfe, am aller häufigsten gestellt wird. In diesem Video möchte ich aber noch eine andere Frage beantworten, nämlich eine, die mir fast genauso oft gestellt wurde, nämlich, wieso hast du angefangen zu golfen? Hä? Es wäre aber ja langweilig, diese Frage direkt am Anfang zu beantworten. Viel lieber möchte ich mich jetzt noch ein bisschen in Klischees und in Vorurteilen suhlen, die es so über Golfer gibt, und man muss da nicht lange nachdenken. Ich habe nur sehr kurz nachgedacht und meine Top 5 zusammengestellt. Die Top 5 der Klischees, die mir so um die Ohren gehauen wurden, als ich angefangen habe zu golfen, beziehungsweise als ich mich das erste Mal getraut habe, Menschen davon zu erzählen. Es ist nämlich durchaus so, dass viele Leute anfangen zu golfen und sich nicht trauen, irgendwem zu erzählen, weil man eben genau diesen Klischees und Vorurteilen begegnet. Hast du noch Sex? Oder golfst du schon? Wer die Antwort auf diese Frage immer noch nicht kennt, der spult bitte jetzt mal ganz zum Anfang dieses Videos zurück und fängt einfach das Video nochmal von vorne an. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich dieses Video mache, weil jedem, der in Zukunft diese Frage stellt, drücke ich einfach den Link von diesem Video in die Hand und sage, schau dir doch mein Video an. Ey, du gehst ja nur golfen, weil da lauter reiche Typen am Platz rumrennen. Willst dir wohl einen reichen Macker suchen, wa? Ich hab schon einen Macker. Du, 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 du. Und er ist auch Golfer. Und um jetzt mit allen Klischees endgültig aufzuräumen, nein, er ist nicht 10 Jahre älter. Nein, er hat keine Yacht. Und nein, er lebt nicht enthaltsam. Ich kann mir übrigens tatsächlich nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, wie man, wenn man aktiv wirklich Golf spielt und sich darauf konzentriert, wie man währenddessen irgendwen aufreißen möchte, ist mir absolut unerklärlich. Ich bin immer so, Schwung, mein Schwung, wo ist mein Ball, wie schwinge ich, wie weit, welcher Schläger, wohin, welche Bahn, wie viel Paar, Aber wie gesagt, ich bin ja auch blendend versorgt, zum Glück. Haha, du musst ja arbeitslos sein, wenn du so viel Zeit zum Golfen hast. Die Antwort aus Klischee 2 beantwortet indirekt auch dieses Klischee, denn was mache ich, wenn ich keinen 10 Jahre älteren Milliardärsmacker auf dem Golfplatz aufgerissen habe? Richtig, meine Mitgliedschaft selber bezahlen. Und was muss man machen, um Geld zu verdienen? Richtig, arbeiten. Du gehst hier nur auf den Golfplatz, weil man da so mega Kontakte machen kann. Mega-Kontakte. Und du willst wohl richtig Karriere machen, indem du deine Kontakte da nutzt? Ja, ich träume davon, Karriere zu machen. Eine richtig, richtig tolle Karriere. Vielleicht im nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Leben auf der LPGA-Tour. Auf der Ladies-Tour. Ich gebe zu, davon träume ich. Manchmal. Nachts. Tagsüber. Des Öfteren. Auf dem Golfplatz. Leider Gottes wird dieser Traum niemals in Erfüllung gehen. Ansonsten ist das Einzige, was ich auf dem Grün einfädel, Patz. Patz, Patz, Patz. Oder auch nicht. Manchmal. Öfters. Karriere auf dem Golfplatz ist meiner Meinung nach mit eins der allergrößten Klischees. Ja, Kleines. Du spielst ja Golf, weil du mal sowas richtig Langes und richtig Hartes in der Hand haben möchtest. Da frage ich mich doch, liebe Männer, was glaubt ihr denn, was wir Frauen wirklich wollen? Ihr habt ja nicht ganz unrecht. So ein Schläger, so ein Driver, der ist ganz schön lang. Der ist auch richtig, richtig hart. Aber er ist so dünn. Jetzt ist aber erstmal genug mit Klischees. Jetzt kommen wir zur Wahrheit, zu dem Geheimnis, zur Auflösung.
Warum spiele ich Golf? Weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht? So einfach? Yep, so einfach ist die Lösung, warum ich Golf spiele. Und wenn euch das ein bisschen zu simpel ist, hier sind 10 weitere Gründe, wieso ich Golf spielen liebe. Nachdem ich euch jetzt meine Lieblingsklischees und Vorurteile erzählt habe, seid ihr jetzt dran. Ihr dürft mir jetzt in die Kommentare schreiben, was sind eure Lieblingsklischees übers Golfen, über Golfer, über Golferinnen. Und wenn ganz viele von euch einen Daumen hoch da lassen, dann ist das für mich ein Zeichen, dass ihr noch ein Golfvideo haben möchtet. Und dann erzähle ich im nächsten Video vielleicht ein bisschen was über mein Handicap, wo ich angefangen habe zu spielen, was ich im Moment so treibe, Equipment, what's in my bag. Vielleicht zeige ich auch einfach mal ein paar meiner Schwünge oder nehme euch mit zu einer Trainerstunde oder auf den Platz oder zum Üben. Oder, ihr seht, die Möglichkeiten, die sind grenzenlos. Also lasst mir euer Feedback da und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!